die ganz, ganz, ganz heiße Phase beginnt. Für uns jetzt natürlich das Minimalziel, auf jeden Fall erstmal den 5. Platz mindestens zu erreichen, um die Olympia-Qualifikation für uns abzusichern, dass wir da ja, auf jeden Fall das nächste Jahr beruhigt angehen können. Es wird natürlich alles noch mal ein bisschen enger. Wir haben ein Halbfinale bei der WM. Das ist natürlich für uns auch noch mal wieder eine andere Sache. Zeigt im vorolympischen Jahr auch, wie wichtig da diese Olympia-Qualifikation oder generell die Weltmeisterschaften auch sind. Ich denke auch auf jeden Fall das Vermögen, da ganz vorne mit anzugreifen. Ja, und ich denke, dass ja, das Duell mit Großbritannien ist natürlich was ganz Besonderes, so eine starke Achtermannschaft als Konkurrent zu haben. Die 800stel sind das letzte Ergebnis, was wir hatten. Was natürlich, glaube ich, trotzdem ein großer Ansporn für uns ist, weil wir uns schon darüber geärgert haben, dass es dann so ein knapper Abstand war. Also wir werden alles geben und hoffentlich dann auch, wenn nicht so knapp verlieren, sondern hoffentlich uns den Bugpaar nach vorne schieben. Wenn ganz, ganz heiße Rennen, aber es gibt natürlich auch noch andere Mannschaften wie die Russen. Das ist eine Wundertüte, da muss man immer damit rechnen, dass sie da ein starkes Rennen raushauen können. Genau wie die Holländer, die auch ihre besten Leute jetzt wieder in den Achter gesetzt haben und da versuchen, ganz vorne mit anzugreifen. Die USA ist sehr, sehr stark. Neuseeland, die in Luzern auf dem Treppchen waren, darf man auch nicht unterschätzen. Eine sehr, sehr junge Mannschaft, die ja die letzten Jahre auf den U23-Weltmeisterschaften die Goldmedaille geholt hat. Und man sieht, dass es da sehr eng zusammenrückt und vor Olympischen Jahr natürlich nochmal alle großen Nationen auch nochmal probieren, um sich da ja bestmöglich für die Olympischen Spiele einzustellen. Wir als Team Deutschland Achter sind nicht nur der Achter, wir sind natürlich auch der Vierer und der Zweier. Und da ist es für uns natürlich ganz klar, wir kennen uns über die vielen Trainingslager, die wir alle zusammen jetzt bestritten haben, sehr gut, haben immer zusammen trainiert. Und da ist es ganz klar, dass wir natürlich auch die anderen Rennen verfolgen und gespannt sind, wie der Vierer und auch der Zweier abschneiden wird. Wir als Vierer haben uns definitiv vorgenommen, ins Finale zu kommen. Das ist das Ziel, was wir so anstreben. Und wir haben jetzt 21 Boote als Gegner. Und das wird natürlich wirklich ein sehr schwerer Kampf. Die Vorbereitung lief reibungslos. Wir hatten kaum Ausfälle, eigentlich schon fast gar keine Ausfälle. Die Belastungen laufen sehr solide, also wir sind zufrieden. Das ist wichtig, dass wir da gemeinsam versuchen, einfach Olympia zu erreichen. Und dafür haben wir so viel gearbeitet jetzt, die 6 Wochen. Und man denkt unter anderem zwar auch, dass wir hier eine WM fahren, aber auch um die Olympia-Qualifikation. Das Meldefeld ist schon ein Brett insgesamt. Alle Boote haben sehr viele Meldungen. Im Zweier natürlich noch mal besonders viele, 27. Damit haben wir auch ein Viertelfinale, was nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, der Modus, der jetzt gefahren wird mit Viertelfinale und mehr Rennen, kommt uns ganz gut entgegen. Unser Ziel ist und bleibt natürlich die Olympia-Qualifikation. Und da müssen wir eben 16 besser noch mehr Boote hinter uns lassen. Da kommt es dann nachher drauf an, wer sich mehr durchbeißt und wer vielleicht dann auch das Quäntchen Glück hat.